Servus und willkommen zu Forzim 1 gegen 1. Und ja, ist es richtig, wir sind im 1v1, wir sind auf Hillfort und wir haben uns als Gegner niemanden anderes gesucht als Malmö. Und wenn ich weiß, wer Malmö ist, dann einmal Schande über euch und zum anderen, mein Bauchgefühl sagt mir, dass Malmö aktuell wahrscheinlich der mit Abstand beste Fortspieler aktuell ist, aus der deutschen Szene. Vielleicht kommt der MCC noch ran, aber ich finde MCC und Malmö einfach abartig krank gut. Und ja, ich weiß, ich habe mich mal über MCC aufgeregt, dass er toxic wäre. Ich kann das mit gutem Gewissen revidieren. Und das war vielleicht ein bisschen vorschnell. Er hat eine andere Art von Humor, mit der ich nicht ganz so klarkomme, aber das mit dem Toxic sein kann ich getrost zurücknehmen. Aber genug der Worte zu MCC. Wir sind hier im Game und unser Plan ist es, wir sind Warzenschwein und wir haben hier diesen Knubbel in der Mitte. Ich will nicht wie sonst alle anderen auch immer Howie spielen. Mein Plan ist es, ich will einen Nuke hier hinten haben auf dem fünften Spot und ich will Laser spielen. Ja, ich weiß, Laser sind jetzt nicht hier so prickelnd, aber bei Lasern ist der Vorteil, oftmals baut man in dünnen Strang nach oben und da kann ich eher was absägen und durchcutten und mit der Nuke kann ich dann schön hier unten reinsemmeln. Und das Gute ist, mit Lasern rechnet man in der Regel auf dieser Map nicht. Das hier ist ein Trainingsmatch gegen Malmö, wie gesagt, extrem krass guter Spieler. Also, wenn man gegen den Guten spielen darf und man ist nicht nach ungefähr 10 Minuten komplett im Eimer, kann man sich vonschreiben, weil er ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Und ja, das muss ich ehrlich sagen, ich tue nicht oft bei Leuten irgendwie Honig ums Maul schmieren, aber bei Malmö muss ich ehrlich nur sagen, der Junge spielt einfach und das ist schön anzuschauen. Das ist einfach Zucker. Und ja, hier oben kommt der erste Spot. Ich vermute vom Aufbau her, dass hier eine Howie reinkommt und hier ist die Tür und hier ist die Cannon. Da oben ist der Sniper höchstwahrscheinlich und da sind Windturbinen. Also so mein Empfinden aktuell. Und ja, wir brauchen noch Lageeinheiten. Ansonsten wird das nämlich nichts. Noch ein Sniper, weil ich habe hier Swarms. Und die kann ich jetzt zumindest schon mal benutzen. Und meine T2 ist gleich ready und ich habe einen Scheißdreck. Und hier baut er schon mal Gunner, weil alle spielen hier Howie. Gut, wir spielen hier Nuke. Das ist auch nicht gerade viel besser. Aber wie gesagt, unser Plan ist, über kurz oder lang, ich will eigentlich Laser und damit rechnet man nicht unbedingt. Ja, dann aimen wir da mal rein. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So, da haben wir irgendwas rausgeholt da drüben, aber ich habe gerade nicht so die Zeit und die Lust und die Intention gerade, also ganz viele und nicht, um zu schauen, was es war. Ja, er spielt wieder wie immer Architekt. Das heißt, wir müssen aufpassen, ob wir ihm Schaden machen wollen. Weil dann hat er nämlich ganz schnell seine Waffen auf dem Feld. Und das kann für uns ganz, ganz schnell unangenehm werden. Zumal unser Sniper einfach auf dem Chor bei uns chillt. Wir bauen auch noch nach unten diese Gunner-Treppe. Weil das ist einfach sehr, sehr effektiv. Hier ein Türchen. Und hier kommen die Gunner rein. Es ist jetzt nicht ideal. Es ist jetzt nicht besonders schön oder gut geworden. Aber es funktioniert, damit ich diesen Howie, der da höchstwahrscheinlich kommt, nicht unbedingt fressen muss. Na, da ist nichts drin. Und jetzt, ja, ich wandle das alles hier mal zu Holz um. So doof, wie es momentan auch ist, aber ich will ein Plasma. Ich brauche ein Plasma,
wenn ich hier wirklich effektiv was machen will. Jetzt sucht er mit seinem Sniper nach meinem. Und seine Canon hat den auch sehr präzise gefunden. Da muss er nicht noch nachschießen. Da ist nichts mehr. Die Canon hat alles, was da war, einfach Richtung nichts geschickt. Und ja, ich muss jetzt hier aufpassen mit meinem Plasma-Beam, ehrlich gesagt. Weil der ist jetzt nicht so prickelnd und dolle geschützt. Oh ja. Hey. Jetzt zieht er meinem Sniper auch einen Scheitel. Das ist sehr, sehr dreist, unangenehm. Ich hätte hier gerne ein Schild. Ich hätte hier... Danke. Und jetzt mal gucken, ob ich hier noch durchkomme oder ob die Gunner da sagen, nein. Okay, die meisten Gunner sagen nein, aber ein bisschen was kam durch. Jo, der Sniper da, der lebt nicht lange und er lebt da auch sehr, sehr gefährlich, was ich etwas schade finde. Aber das heißt für mich, ich kann den Plan mit Nukes eigentlich jetzt schon beerdigen. Ja, Buster. Das sieht auch nicht so aus, als ob hier eine Buster viel bringen würde und könnte. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, ob ich an meinem Ursprungsplan festhalten soll. Eine 20, okay. Eine 20, damit kann ich wunderbar leben. Das ist jetzt nicht so tragisch. Okay, und da ging die Canon Gott sei Dank in den Berg rein. So, unsere Aktive ist ready. Und wir haben einen Scheißdreck an Geld, um uns hier Törschchen zu gönnen. Weil ich brauche mindestens 2 Törschchen. Und da oben kommen noch mehr Gunner. Die sollen höchstwahrscheinlich... Oh, warte mal. Wir können hier mit unseren Gunner mal rüberhalten. Weil wenn die offen... Ah, nee. Er hat Holz vorgezogen. Hat er sehr, sehr gut gespielt. Ja, mit der 20 will er die Windturbine rausnehmen. Na, hat er fast geschafft. So. Das machen wir hier mal frei. Und probieren dann gleich mal... Ja, okay. Das war klar, dass das jetzt kommt. So. Wo hängt's denn noch? Da dran. So. Und jetzt gleich mal aktive ziehen und Rinder. Oh, ich hab's mir irgendwie spektakularer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, macht er gut. Er holt hier die Open Gunner bei mir weg. Macht er auch richtig. Ah. So eine Kreisdick ist das unangenehm. Ich weiß jetzt nicht, ob er für ein Hobby vorbereitet oder nicht. Ja, das war seine 20. Macht zu. Ja, okay, das war fast unser Plasma. Aber ihm brennt es ein bisschen. Wir haben keine Windenergie. Das ist jetzt maximal schlecht. Und ach, bei uns brennt es hier massiv. Ah, ne, bei ihm brennt es. Ja, wir konnten hier ein bisschen Damage machen, aber unsere... Unsere Windversorgung ist hier etwas gehandicapt. Ich muss hier nochmal Holz vorklatschen. Weil das ist gerade nicht so prickelnd. Ja, nochmal Holz vor. Aktuell habe ich nichts. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen ärgerlich. Scheiße, jetzt kommt der Howie natürlich. Wenn jetzt noch der Cannonshot hinterherkommt, habe ich ein Riesenproblem. Ja, das war klar. Der bearbeitet schon die ganze Zeit meiner Open Gunner, damit der Howie-Shot landen kann. Macht er eigentlich auch genau richtig. Was war nur dieser scheiß Sniper? Mist. Ich muss seine Gunner da oben einfach ausschalten. Ja. Ist eigentlich nicht so schwer. Ich habe einen Sniper. Sollte mich einfach mal trauen. Ja. Weg damit. Ja. Der wurde abgefangen. Das ist wichtig gewesen. Ja. Wunderbar.
Wir sind noch im Rennen. Ah, da ist ein Kackschild. Uhuhuhu. Das war um Haaresbreite. So, wir müssen kurz mal gucken, wo dieser Hest. Da ist der Sniper. Na, da ist das Nadelöhr. Mach's auf, komm. Ja, weg damit. Das heißt für mich, ich habe erstmal kurz Ruhe. Aber auf kurz oder lang wird das nicht anhalten. Alter! Das ist so nervig. Ja, da musste ich jetzt halt wieder die ganzen Windturbinen abgeräumt. Ich könnte kotzen. Ich könnte im Strahl kotzen. Ja, jetzt ist er auf den Sniper-Spot eingeaimt. Ja. Jetzt habe ich hier ein riesen Problem, weil ich krieg hier die Anti-Einheit rein, um den Howie zu blocken. Ich müsste... Ja, ich hab einen Scheißdreck an Energie. Ja. Das ist gerade so... Alter! Und er schießt wieder die Windturbine weg. Ist das sein Ernst? Warum? Ja, den kann ich verkaufen. Weg damit. Das bringt mir gar nichts mehr. Ich brauche einfach Energie. Ich muss jetzt mit aller Gewalt hier irgendwie Energie produzieren und erzeugen. Wenn jetzt der Hobby kommt, scheiße. Nein! Okay, das war noch... Oh, schon wieder alle Windturbinen. Das macht Salz ja auch jedes Mal. Das ist einfach nur zum Kotzen. Was haben meine Windturbinen jemals irgendwem getan, außer passiv Wind, also Energie generieren? Oh. Ich muss aber tiefer halten. Ah, ich muss gucken, dass ich hier reintreffe. Ja, da ist die 20 nochmal. Ah, jo! Was eine Scheiße! Ja, ich brenne, danke. Danke für den Hinweis. Gut, jetzt wird das schwierig. Es wird maximal schwierig. Unlucky? Ja, etwas. Ah, die Buzzer sind aber auch nett angenehm. Ja. Na, es sind ein paar Gunner am Start, aber nicht viele. Und mein Ford, oh, das, ich war mal optimistischer. Jetzt kommen Upgrades, ich vermute. Ja, okay. Da ging ganz viel. Ja. Unlucky. Lass bitte mal meine scheiß Windturbinen in Ruhe. Das ist... Daran scheitert es auch ganz oft, wenn ich gegen Salz hier spiele, einfach an dieser blöden Windenergie. Okay. Es hat einen riesen Trümmer da hinten stehen. Ach, ärgerlich, aber... Die Idee, die ich habe, ist die, die mir immer kommt, wenn es schlecht läuft. Okay, da ging ganz viel einfach ins Nichts. Das finde ich gut. Ja, okay. Dann lass die Tore eben zu. Ist in Ordnung. Das ist richtig kruder Mist hier gerade. Die Windturbine will auch nicht mehr. Das kann... Ja, scheiß doch die Wand an. Ich will doch... Oh, diese... Ach... Einfach ohne Worte. Und hier, komm. Mach das mal alles weg. Das braucht kein Mensch. Oh, oh. Mein Chor ist hier offen da oben. Na, das zerfällt alles. Das ist gerade nicht so gut. Nein. Aus. Böses Malme. Schäm dich. So.
Alter, will mal irgendwer den blöden Hau wieder stoppen. Nein, 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 nein. Oh nein. Okay. GG. Das ist das von Malmö. Ach, ich hätte vielleicht nicht Laser spielen sollen. Aber mein Gott, jedes Mal nur Howie ist so langweilig. Und ich hätte auch nicht vielleicht alles an Metall verkaufen sollen. Es wären ganz viele, ich hätte vielleicht nicht machen sollen. Aber letztendlich habe ich es doch gemacht. Mein Gott. Ja, aber da kommst du halt nicht bei. Hat er gut gespielt und dass hier oben mit seinen Open Gunnern mich wegholen will, war mir irgendwie klar. So, aber aufgeben ist keine Option. Wir verfolgen unseren Plan mit Mörsern einfach eiskalt weiter, weil vielleicht geschehen doch noch Zeichen und Wunder in irgendeiner Art und Weise. Wir verkaufen hier mal alles, was unnötig ist, nämlich die Sachen. Weil so wie sein Fort aufgebaut ist da drüben. Oh oh. Da ist offen. Das ist nicht gut. Ah. Oh oh. Ich habe Gott sei Dank gerade Metall eingezogen. Sehr gut. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, weil so wie sein Fort aufgebaut ist, ihr seht. Hier. Ich, mit einer ganz hohen Mörsersalve hätte ich vielleicht was hinkriegen können. Ja. Da wir sie kennen, da war der Howie, wie ich es mir gedacht habe. Aber hat er schön aufgebaut, das Fort. Ja. Hat er gut gespielt. Und zu Recht gewonnen. Naja. Vielleicht sollte man auf Hilfort doch nicht unbedingt Laser spielen. Und er hat hier auch richtig schön noch den Kern rausgekattet, weil. Buster, wo bist du? Und schwupp. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten lernen wir auf Hilfort nicht unbedingt Laser spielen. Und ich wünsche euch noch schöne, warme Tage, die ihr auch genießen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.